Hast du dich eigentlich schon mal gefragt, was Anleihen sind? Heute findest du es heraus. Nehmen wir mal an, ein Unternehmen möchte 3 neue Läden eröffnen. Durch die Gewinne der ersten 3 Jahre hat das Unternehmen dann 500.000 Euro zur Verfügung. Die 3 Läden kosten jedoch jeweils 500.000 Euro, also 1,5 Millionen insgesamt. Jetzt könnte das Unternehmen erstmal einen Laden kaufen und warten, bis es das fehlende Geld verdient hat. Da das unserem Unternehmen aber zu lange dauert und es befürchtet, dass die Läden in der Zwischenzeit teurer werden, entscheidet es sich, das Geld auf anderem Weg zu beschaffen. Dem Unternehmen bieten sich unterschiedliche Möglichkeiten, um auf legaler Weise an das Geld zu kommen. Es könnte einen Kredit bei einer Bank aufnehmen, Anteile in Form von Aktien verkaufen oder sich in Form einer Anleihe Geld leihen. Da unser Unternehmen Geld braucht, aber die volle Kontrolle über das Unternehmen behalten möchte und befürchtet, dass die Bank die Zinsen erhöht, entscheidet es sich für die 3. Möglichkeit – Anleihen. Und was genau diese Anleihen sind, wollen wir euch heute erklären. Unserem Unternehmen fehlen also für die 3 Läden noch 1 Million Euro oder anders ausgedrückt 1000 mal 1000 Euro. Und diese Aufteilung ist genau, was bei der Ausgabe von Anleihen geschieht. Die fehlenden 1 Million Euro werden in 1000 Wertpapiere mit einem Wert, dem Nennwert oder Nennbetrag, a 1000 Euro aufgeteilt, die Anleger dann kaufen können. Aber warum sollten Anleger ein Papier im Wert von 1000 Euro kaufen? Mit dem Papier kommen 2 Versprechen. Einmal verspricht das Unternehmen, die 1000 Euro, die der Anleger dem Unternehmen für die Anleihe gezahlt hat, in Zukunft an einem festgelegten Datum, dem Fälligkeitstermin, vollständig zurückzuzahlen. Nachdem das Unternehmen das Geld zurückgezahlt hat, verfällt die Anleihe. Da das Versprechen, das Geld vollständig zurückzuzahlen, häufig jedoch noch nicht als Motivation, sein Geld zu verleihen, reicht, verspricht das Unternehmen ebenfalls, dass es über die Laufzeit der Anlage, dem Zeitraum zwischen der Ausgabe und dem Fälligkeitstermin in regelmäßigen Abständen, einen kleinen Anteil der 1000 Euro, die sogenannten Zinsen, an den Anleger zahlt. Das Schöne ist, dass die gezahlten Zinsen nicht den Betrag, der am Fälligkeitstermin zurückgezahlt werden muss, verringert. Sie sind quasi eine Belohnung dafür, dass der Anleger einen Teil des fehlenden Geldes leiht. Nun ist das Unternehmen glücklich, weil es seine 3 Läden kaufen kann und somit in den nächsten Jahren noch mehr Gewinne machen kann. Und der Anleger ist glücklich, weil er zusätzlich zu seinen 1000 Euro durch die Zinsen noch mehr Geld zurückbekommt. Je länger das Unternehmen Zeit hat, um den Nennbetrag, also die geliehenen 1000 Euro, zurückzuzahlen, also je länger die Laufzeit der Anleihe, desto höher ist auch der Zinssatz. Wenn ihr wissen wollt, wieso das so ist, schaut euch gerne noch unser Video zum Thema Zinsen und Opportunitätskosten an. Eine Anleihe zählt zu den festverzinslichen Wertpapieren und wird in Fachkreisen auch Fixed Income genannt. Das liegt daran, da man mit einem festen Betrag rechnen kann. Nicht nur Unternehmen, sondern auch Staaten können sich auf diese Weise Geld leihen. Was das Hauptrisiko bei einer Anleihe ist und noch vieles mehr, könnt ihr bald auf unserer Plattform erfahren.